Intuition oder Vernunft? Menschliches Verhalten und das Verständnis von Wirtschaft. Wie treffen wir unsere Entscheidungen? Warum ist Zögern ein überlebensnotwendiger Reflex? Und was passiert in unserem Gehirn, wenn wir andere Menschen oder Dinge beurteilen? Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger und einer der einflussreichsten Wissenschaftler unserer Zeit, zeigt anhand ebenso nachvollziehbarer wie verblüffender Beispiele, welchen mentalen Mustern wir folgen und wie wir uns gegen verhängnisvolle Fehlentscheidungen wappnen können. Geldhändler, die ganze Bankenimperien ruinieren, Finanzmärkte, die außer Rand und Band sind, Kleinanleger, die ihr Erspartes in Aktien anlegen, ohne je den Wirtschaftsteil einer Zeitung gelesen zu haben. Wer in diesen Zeiten noch an den Homo economicus als rational agierendes Wesen glaubt, dem ist garantiert nicht mehr zu helfen. Daniel Kahnemann liefert eine völlig andere Sichtweise, die nah an dem wirklichen menschlichen Verhalten orientiert ist und die Wirtschaftsakteure nicht als berechenbare Roboter betrachtet. Sein Fazit: Wir werden niemals immer und überall optimal handeln. Wichtige Entscheidungen bleiben unsicher und fehleranfällig. Doch gibt es viele alltägliche Situationen, in denen wir die Qualität und die Folgen unseres Urteils entscheidend verbessern können. Ein Buch, das unser Denken verändern wird. Kommentar unserer Redaktion. Okay, Vergnügungssteuer muss man beim Lesen dieses Buches nicht bezahlen. Schließlich ist der Autor Nobelpreisträger und daher sehr wissenschaftlich. Wer sich aber auf die vielen interessanten Fallstudien einlässt, bekommt ein unerschöpfliches Kontingent an Denkanstößen. Daher ist das Buch wärmstens zu empfehlen. Schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann erschien im Siedler Verlag.